Guten Morgen an der Stelle erstmal. Wisst ihr, woran ihr merkt, dass ich ein Messi bin? Ich war vor ein paar Tagen bei einer Verlobung und die Sachen sind einfach immer noch im Auto, Digga. Wie sagt man so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Heute steht auf jeden Fall Sparring an. Ich werde mich auf jeden Fall gleich mit Black Panther treffen. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Durch den letzten Kampf bei Universum, da hat er gegen Abu Habib gekämpft. War an der Stelle auch ein sehr, sehr schöner Kampf. Ne? Also ich habe ihn sehr gerne angeguckt. Überwiegend war ich eigentlich wegen Ben da. Ich habe mir aber trotzdem den Kampf sehr gerne angeguckt, weil ich schwöre, es wurde so viel gepusht mit. Ihr wisst nicht, was er drauf hat. Wartet ab. Ihr werdet sehen, der wird ihn kaputt hauen. Keine Ahnung was. Ich dachte mir, Junge, wer ist denn das? Das heißt, man hat schon im Hintergrund mitbekommen, der macht irgendwas mit Boxen. Und dementsprechend waren halt auch meine Erwartungen sehr hoch. Ich dachte mir, okay, das gucke ich mir jetzt sehr gerne an. Und auf einmal habe ich den Kampf gesehen und ich muss echt sagen, wirklich Respekt. Black Panther hat sich wirklich sehr, sehr gut bewegt. Ne? Also immer schön nach außen gegangen. Also das habe ich auf jeden Fall gefeiert und das ist für mich am Ende des Tages auch schönes Boxen. Weil ich feiere dieses Boxen nicht, wo man einfach nur raufhaut, sondern ich feiere dieses Boxen, wo man viel meidet, weißt du, und auch klug boxt. Muss ich mir zwar auch noch aneignen mit diesem Meiden und sowas, habe ich auch noch nicht so wirklich drauf, aber das kommt mit der Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sparring gleich. Wir haben uns um 12 Uhr vereinbart und ja, um 12 Uhr haben wir uns dann gleich die Köpfe ein, Digga. Ich weiß tatsächlich auch nicht, was er für ein Gewicht gerade aktuell hat, ne? Also ich bin ja aktuell, für die Leute, die fragen, bei 73 Kilo. Ich bin gefühlt schon seit 2 Jahren auf 73 Kilo, ich komme einfach nicht hoch. Aktuell esse ich aber wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen, ne? Also man muss wirklich sagen, jetzt auch gerade, wo ich wieder von zu Hause aus arbeite und nicht mehr aus dem Büro, esse ich wirklich sehr, sehr viel, Digga. Ich habe das Gefühl, ich habe Liebeskummer. Was auch vielleicht interessant wäre, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ich will so eine kleine Challenge machen, so eine kleine Challenge an mich, ne? Ihr wisst, ich feiere Challenges unnormal. Und ich habe überlegt, dass ich einfach mal gucke, wie viel Kilo ich in einer Woche zunehmen kann. Ich dokumentiere das Ganze dann für Spontanson. Eine Woche lang, wo ich die ganze Zeit esse, 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 esse. Und dann guckt man, wie viel man am Ende des Tages wiegt, nach einer Woche. Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal nicht so weit zu fahren? Digga, das fühlt sich wirklich gut an. Normalerweise hatten wir ja immer die Phase, wo wir nach NRW gefahren sind. Und irgendwann, ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte nicht mehr dahin fahren. Immer die gleiche Strecke. Das bockt nicht, es wird langweilig. Deswegen das erste Mal Sparring in Hamburg. Wird das nur ein rein Box-Sparring oder macht er auch keinen? Nein, Bruder, wir machen Kung Fu. Ich habe Black Panther geschrieben, er ist auch gleich da. Ich weiß gar nicht, wie sein richtiger Name ist. Sag mal Black Panther. Eigentlich feiere das gar nicht, wenn Leute jetzt so zum Beispiel mit deren YouTube-Namen reden. Faisal ist jetzt auch da. Er hat mir geschrieben, er ruft mich sogar jetzt gerade an. Ja, Bruder, wir haben uns gerade im Auto das neue Video von ihm angeguckt. Ich schaue mir eigentlich normalerweise gar keine Interviews an, so, ne? Aber ich habe jetzt das Video gesehen, das habe ich auch auf Instagram empfohlen bekommen. Nicht mehr auf TikTok, sondern Instagram. Und da ging es um einen Typen, dessen Schwester gestorben ist, aber nicht kein normaler Tod, sondern das war halt so mäßig Ehrenmord. Und Ehrenmord, Bruder, als ich das Video schon gesehen habe, ich habe so Hass gekriegt, weil ich mir denke, Bruder, selbst wenn deine Partnerin dir fremd geht oder keine Ahnung was, dann trenn dich. Aber bring doch keinen Menschen um. Weißt du, ich meine? Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass das Mädchen, also die Frau, auch noch Familie hatte. Also sie hat ja auch noch Kinder gehabt. Also ich glaube 3 oder 4 Kinder. So, das heißt, du hinterlässt 4 Kinder ohne Mutter. So. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Deswegen wünsche ich an der Stelle auch der Familie mein herzliches Beileid und viel, viel Kraft. Das war schon echt hart. Muss ich echt sagen. In solchen Situationen, ne, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber man versetzt sich selber in die Lage so. Man stellt sich vor, okay, deine Schwester, du musst deiner Mutter erzählen, dass deine Schwester verstorben ist und sowas. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen, Digga. Deswegen, ich wünsche das keinem Menschen, nicht mal meinem Feind würde ich sowas wünschen, Digga. Weißt du, ich meine, was ich krass finde, guck mal, die waren verheiratet und du weißt einfach nicht, Digga, was das für ein Typ ist. Du warst mit ihm verheiratet, hast Kinder gehabt, dachtest dir, ey, das Leben ist gesaved, du hast Familie, du hast alles, was du brauchst zum Leben. Geld ist immer so eine Nebenrolle, aber so Familie ist ja das Wichtigste am Ende des Tages. Aber dass dann genau derjenige, von dem du es niemals erwartet hast, dich dann umbringt, Digga, ist krass. Ich hoffe, man geht schon mit ganz anderen Emotionen zum Sparring, Alter. Ja, jetzt, warum ich lachen muss. Ey, was ist mit euch Kameramännern los? Warum? Man sieht euch das direkt an, dass ihr Kameramänner seid. Ich hab der Fahrt schon gesehen. Gleich kommt mein Kameramann Hendrik, du siehst wie aus deinem Bruder. Echt? Du siehst genauso aus. Ich hab mich, er kam rein, ich wusste, das ist der Kameramann. Das ist der Kameramann. Er ist noch nicht mal umgezogen, der ist früher da, aber ist nicht umgezogen. Oder ich dachte, du kommst einfach hier rein. Ach. Hat er seine 100k geknackt hier oder was? Das geht alles gut. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Nice auch. Chicos, Pisse, ne? Super, freuen uns. War noch ein toller Kampf von dir. Ja, das hat ja auch einen sehr geilen Kampf gemacht für mich, ne? Ach Quatsch, Bruder, das war nur X drücken, ja? Das war X-Drücken, nur X-Jab, Jab, Jab. Der Kampf der Jabs, Bruder, ich schwöre, ich hab nur gejabt. Du machst ja auch kaum Sport, oder nicht? Längeren. Du machst ja schon länger, oder nicht? Ich hab ein bisschen unregelmäßig davor getrainiert. Ich habe immer so zwischen Fitness und Kampfsport geschwankt, ne? Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, 5-mal die Woche Kampfsport. Und dann habe ich das ein Jahr komplett durchgezogen. Ja, das meine ich. Hat dir das auf jeden Fall angesehen, dass du Kampfsport machst? Wie lange machst du schon? 6 Jahre ungefähr gerungen. Boxen, ich glaube, so 3,5 Jahre. Aber die letzten 4 Jahre leider nichts gemacht. Aber glaub mir mal, verlernt es nicht, Digga. Wie ist es bei dir mit Luft? Luftkatastrophe. Glaub mir, wenn du 2 Wochen trainierst, dann 2 Wochen Pause machst, du spürst es direkt. Wann war dein letztes Training? War nicht die? Montag, glaube ich. Montag dazu. Ach, Kelleck. Ich hatte einen Job, Digga. Alles gut. Wollen wir erstmal warm machen, ja, ne? Wie geht's dir? Alles gut? Ja, Mann. Bei dir? Alles gut soweit? Freut mich, euch wieder hier im Gym begrüßen zu dürfen. Oder immer am Start. Was steht heute an? Heute Sparring mit Faisal.
Hast du seinen Kampf gesehen? Hat dir gefallen? Ja, ja. Bruder, ich habe sogar überlegt, ich saß ja da oder ich stand da, aber ich habe nicht richtig gesehen. Ich wollte eigentlich ein Muscle-Up machen, um da oben auf dieser Klimmzugstange zu stehen. Bessere Sicht zu bekommen. Ja, ja. Aber Kampf war sehr gut von ihm. Er hat sich wirklich sehr schön bewegt. Das gefällt mir, Digga. Bei uns auch. Die Fans haben gesagt, du und Black Panther sind die besten Kämpfer gewesen. Von der Technik so. Viele Nachrichten kommen bei mir rein, dass sie euch beide gegeneinander kämpfen sehen. Echt? Das machen wir hier im Sparring jetzt, Digga. Deswegen. Spontan, Digga. Spontan und über alles. Besser als Universum. Marlon hat sich gerade selber einfach gekündigt. Also du musst dir vorstellen, ich habe mich mit Kollegen, normalen Kollegen getroffen. Ja. So auf Hobbybasis haben wir gesagt, ey, wir machen ein bisschen Sparring unter uns. Jeder holt sich Handschuhe und sowas. Und ab der zweiten Woche ist keiner mehr gekommen. So unzuverlässig. Deswegen habe ich gesagt, ey, melde ich mich einfach im Gym an, wo ich weiß, da kommen wirklich Leute hin, die auch Bock haben, weißt du? Ich bin jetzt aktuell 30 Kilo. Wie viel wiegst du? Boah, ich habe jetzt so 84. 84? Habe ich nicht gut eingeschätzt, ich weiß sogar 84, ne? Ihr habt ja hier Hausgala gekämpft, ne? Ich finde sogar Hausgala noch aufregender, als wenn man vor Großleuten kämpft, weil so ab 3000, 4000 Menschen, wo du achtest gar nicht mehr auf die Menschen. Mhm. Hier ist aber so, Bruder, alle, die sehen ja jeden einzelnen Pickel von dir, weißt du, ich meine, das ist was ganz anderes. Deswegen, Kampf ist immer so, 30% deiner Ausdauer ist weg, Bruder. Allein wenn du schon reinkommst. 50% der Ausdauer von dem Gang hier. Ja, ich schwör. Kameramänner kommen einfach alle von einem Planeten. Nimm mal diese Hosen mit mehreren Taschen. Das ist einfach eine Familie. Weißt du aber, warum die diese mehreren Taschen haben, oder wegen ND-Filter, Akkus, Speicherkarten? Ich weiß, ja. Red einfach deutlich, verstehst du nicht. Aber nicht von uns hochladen, ne? Sonst gibt's Anzeige, das gibt nicht. Ich sperre das Ding, Digga. Wenn das vorher online kommt, Walla, ich sperre das. Ich darf das sperren. Das Ding ist voll gemütlich, ne? Bruder, wenn ich Boxer, ich bin hier 2 Minuten schön, statt 1 Minute. Aber... You also got feeling. Go. Okay, mach schön drück. Are you ready? Weißt du, was du gut machst? Das macht der sehr schön. Körpertreffer. Ja. Ich schwöre, weil Körpertreffer, das verstehen die meisten nicht, nimmt so viel Luft weg. Ich auch schon. Dass du noch haben musst, weil ich Rechtsauslage bin, dass du versuchst, immer außen zu sein. Ja. Weißt du? Weiser kämpft sehr stabil, Digga. Sehr beweglich, du musst auch nicht einfach. Du bist nicht, pausierst nicht einfach, sondern erst durchgehende Bewegung. Ja, jetzt verstehe ich auch Abu Habib, Bruder. So wie viel das Spiel guckst. Genau, außen. Ich
über deine Schule und man sieht das, ich schwöre, das ist so veränderlich. Ich schwöre. Ich bin anderer Camper geworden. Ich schwöre, das ist so veränderlich. Genau so. Wie schnell ist die Zeit umgegangen? Sag weiter, ne? Sag noch Zeit. Ja, ja. Ich will dir gerade eine Low-Kick geben, Digga. Ich will die Beine hoch. Wie lange war die Runde? 10 Minuten, ne? Digga. Da warst du ganz anderer wie in den ersten drei. Du hast guckt, wie bewege ich mich, wie ist der Kopf, wie ist da. Und genau das eigentlich Box. Ey, Faisal, grüß dich schnell. Ich verabschiede mich schon mal. Wir haben noch 1%. Hat dich sterbe gefreut, Bruder. Ich hoffe, wenn war sehr, sehr schön. Wenn irgendwie helfen kann, gib Bescheid. 100%. Hamburg, wir supporten uns untereinander. Ja? Sehr, sehr schöne Sparring gewesen. Danke, Bruder. Bei dir, wie gesagt, das werden die Zuschauer eigentlich genauso sehen wie ich, ne? Bleib dran, mach weiter und bei deinem ersten offiziellen Kampf oder sind wir alle am Start, Digga. Hey, Bruder, ja. Ihr müsst kommen, ne? Ich gebe mir jetzt mein Wort, weil ihr müsst kommen, Bruder, Digga. Milliardenprozent, Digga. Aber ich gebe nach Niederlage nach Hause, Digga. Dennison ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Euch das erstmal kennengelernt, Bruder. Ihr seid ein geiles Team, ich meine das ernst, Digga. Ihr Kameramann, ihr harmoniert auch sehr gut. Ihr müsst euch auch privat mal treffen, ne? Wie gesagt, supportet weiterhin die Arbeit von den Jungs und bis dann, Digga.